Hi, ihr Wundervollen! Was bedeutet es, wenn das Wetter draußen richtig schlecht ist und ich bin trotzdem gut gelaunt? Genau, Favoritenzeit! Der Oktober ist rum, es geht mit großen Schritten auf Weihnachten zu und ich zeige euch heute eben meine ganzen Favoriten aus dem Oktober und ich würde sagen, wir fangen mit dekorativer Kosmetik an. Ich bin total im Rotfieber, ich liebe Rot auf den Lippen, ich liebe Rot auf den Nägeln und mein liebstes Rot im letzten Monat war aus der Leggy Legend LE von Essie, die Farbe With The Band. Das ist auch die ich jetzt gerade trage. Das ist ein sehr gedeckter Rotton, ein Rotbraunton. Also schon mit großem Braun ein Teil, ein sehr schönes Rostrot. Ich mag es super gerne, weil es nicht zu knallig ist, auch nicht zu dunkel. Super, super, super schöne Farbe. Auf den Wangen habe ich auch sehr gerne was Rötliches getragen und zwar die Farbe Flamingo von Alverde. Das ist ein matter, dunkler Pinkton, geht aber ein bisschen auch ins Rötliche. Ich habe den super gern so auf den Apfelbäckchen vorne getragen. Das sah super schön frisch aus, so ein bisschen Rotkäppchenmäßig. Passt auch sehr gut in den Winter, wie ich finde. Ist super erschwinglich vom Preis und wirklich ein sehr, 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 sehr schönes Produkt. Was gar nicht so typisch für mich ist, ich habe super gerne Lidschatten benutzt und zwar aus einer bestimmten Palette, aus dieser hier. Das ist von Wet n Wild die Palette Comfort Zone. Das ist eine Palette, die enthält insgesamt 8 Farben. Ich mag nicht jede Farbe davon, aber ich habe am allerliebsten benutzt hier die 2. von oben. Das ist die Farbe, die ich auch heute auf dem beweglichen Lid trage. Das ist ein super schöner, kupfriger Gold, Rosé, Orange, Ton, super, super schön. Ganz, ganz toll. Und ansonsten habe ich sehr, sehr gerne hier den obersten Ton getragen. Das ist ein ganz schöner, kühler Ton, der ein bisschen Silber, aber auch ein bisschen Gold schimmert. Einen ganz leichten Tick ins Grüne, geht in eine sehr besondere Farbe. Und das waren so meine Liebsten. Aber wirklich, diese hier ist so besonders. Ich habe sowas noch nie in der Drogerie gesehen. So diese Vereinigung von Silber und Gold und dann ganz leicht taupig und kühl, aber trotzdem nicht zu kühl und ein bisschen grün. Oh mein Gott, ich finde den so genial und diese Palette ist nicht teuer. Ich kann die euch sehr, sehr, sehr empfehlen. Es war ja jetzt schon wirklich richtig kalt und ich merke das immer an meinen Lippen, dass sie dann wirklich trocken werden und dass ich wirklich viel Pflege brauche. Vor allem trage ich sehr, sehr gerne Lip Liner als einen puren Lippenstift und da müssen die Lippen wirklich gut gepflegt sein. Und mein All-Time-Favorite ist einfach von NYX Rêve de Miel. Das ist nicht günstig, dieses Produkt. Das kostet zwischen 10 und 12 Euro, je nachdem, wo man das kauft. Aber es ist unschlagbar. Man braucht davon nicht viel. Das ist eine eher festere Konsistenz. Ich mag es auch für tagsüber nicht so gerne, sondern vor allem für nachts. Und dann gebe ich das Stick auf meine Lippen. Das zieht super schön ein und am nächsten Morgen sind meine Lippen sehr gepflegt. Es riecht sehr schön zitronig, ich mag den Duft und ich mag auch, dass es mir überhaupt nicht auf den Geist geht. Also kennt ihr das, wenn Dinge sehr parfümiert sind, dass man irgendwann denkt so, boah, ich kann es nicht mehr riechen. Aber das ist hier überhaupt nicht der Fall, das kann ich wirklich ständig benutzen. Und wie gesagt, ich finde die Konsistenz richtig toll und für die Nacht ist das meine absolut beste Lippenpflege. Bleiben wir mal im Pflegebereich und da habe ich eine Reihe für mich entdeckt, die ich super gerne mag vom Duft, aber auch von der Pflegewirkung und zwar von Kneipp. Einmal das Hautöl Mandelblüten Hautzart und ich habe dazu auch noch die passende Duschcreme. Beide Produkte finde ich fantastisch, beide pflegen schön, trocknen nicht aus, das Öl sowieso nicht, das pflegt richtig gut, aber der Duft hat es mir so angetan. Oh Gott. Ich finde, das riecht eher nach Blüten als nach Mandel, weil ich mag Mandel nicht so gerne und so Marzipangeruch ist hier überhaupt nicht der Fall. Das ist eher ein sehr süßer Duft, aber sehr warm, so als ob irgendwo Nüsse gerade geröstet werden und gleichzeitig steht hier ein frischer Strauß Blumen. Also die Komposition aus blumig und trotzdem total wärmend und wohlig finde ich grandios. Und dieses Öl, wenn ich das sofort nach dem Duschen auf meine Haut gebe, zieht das auch richtig schön ein. Die Haut ist schön gepflegt. Ich habe es wirklich geliebt. Ich hätte mich den ganzen Monat in diesen Duft reinlegen können. Wie ihr seht, trage ich ja heute so Wellenlocken und das habe ich letztes Mal auch schon in meinem Hautpflegevideo getragen und das hat auch vielen von euch gut gefallen und ich mag es im Moment auch super gerne, vor allem, weil ich das meistens am Abend mache und am nächsten Morgen sehen die dann so toll aus und ich muss gar nichts mehr machen. Und ich habe es aber auch natürlich diesem tollen Produkt zu verdanken. Und zwar ist das dieser Lockenstab hier. Der ist von Grundig. Ich verlinke euch den mal in der Infobox. Ich habe den schon ganz lange. Ich habe mir den gekauft, als meine Haare so kurz waren. Weil ich irgendwie für die kurzen Haare einen Lockenstab wollte, der funktioniert. Und das tut der. Aber er funktioniert, wie ihr seht, auch bei langen Haaren richtig gut. Und ich finde den toll. Man kann damit wirklich extreme Locken machen. Wirklich extreme Locken. Oder man kann sie eben so machen. Also die habe ich mir jetzt heute Morgen gemacht. Aber ich mache die auch oft am Abend. Das
das hält auch bei mir wirklich ein, zwei Tage perfekt. Und dann werden halt meine Haare ein bisschen fettig und dann bin ich sie zusammen. Aber das ist ein so guter Lockenstab. Ich bin so, so froh, der ist nicht teuer. Und ich finde den einfach genial. Eine Sache, die ich euch auch ganz kurz zeigen muss, weil ich sie in diesem Monat neu gekauft habe. Und zwar ist das dieses Stück hier. Oh mein Gott, das ist ein A5 File Effects, weil mir mein Kleiner einfach nicht ausreicht, habe ich gemerkt. Also ich habe den jetzt ein Jahr und ich stoße wirklich an meine Grenzen. Deswegen wollte ich gern einen großen. Und dann habe ich gesehen, hier dieses Exemplar, Saffiano in Gold A5. Dann gab es auch noch wegen der Glamour Shopping Week 20% bei File Effects. Und dann musste ich ihn einfach kaufen. Der ist richtig schön groß, ist aber auch gar nicht zu groß. Ich habe ihn mir sogar noch größer vorgestellt. Man kann ihn ganz toll in die Tasche auch mal packen. Aber natürlich würde er eher zu Hause bleiben. Aber ich wollte ihn euch einfach ganz kurz zeigen. Ich habe ihn noch nicht bestückt. Der ist, geht erst ab dem neuen Jahr und da werde ich mich dann reinstürzen. Aber ich freue mich halt jetzt schon unglaublich darüber. Und meinen letzten Favoriten habe ich auf, und zwar ist das diese Mütze hier. Ich habe die gekauft bei New Yorker. Da gibt es die für 4,95, was ich echt super finde. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele Farben. Und ich habe mich für Rot entschieden, weil ich halt jetzt gerade so extrem auf Rot stehe, habe ich ja schon erwähnt. Und ich finde die Mütze genial. Ich finde die Farbe super. Ich trage halt im Winter sehr viel Grau und Beige und Schwarz. Und dann eine rote Mütze dazu, das sieht einfach geil aus. Außerdem ist sie richtig bequem. Die juckt nicht, wenn man auch ein bisschen mal schwitzt oder so. Der hat einen ganz, ganz, ganz angenehmen Stoff, die liegt schön an. Ich finde, die sieht lässig aus. Also wenn ihr noch eine Mütze sucht, schaut gerne auch mal zu New Yorker. Wie gesagt, es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Farben. Schreibt mir wie immer gerne in die Kommentare, was eure Favoriten waren. Ich liebe das zu lesen. Gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr Favoritenvideos so gerne mögt wie ich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei Cozy House.